In diesem Video zeige ich dir, wie du im Cointracking Transaktionen von der Kryptobörse BitJet importieren kannst und dann einen Steuerreport erstellst. In Cointracking kannst du automatisch von über 300 Börsen und Wallets Transaktionen importieren. Um die Transaktionen von BitJet in Cointracking zu importieren, gehst du auf den Menüpunkt Coins eintragen, wählst hier aus Börse und hier dann BitJet. Du gelangst hier zu dem Beta-Import von BitJet. Es gibt hier einen API-Import und einen CSV-Import. Ich habe beide ausprobiert. Der API-Import hat hier zu kleinen Abweichungen geführt, deshalb verwende ich den CSV-Import. Hier rechts siehst du auch, welche Transaktionen von BitJet importiert werden und welche nicht. Möchtest du den API-Import ausprobieren, findest du hier dazu die ausführliche Anleitung. Ich führe nun aber den CSV-Import durch und klicke hier oben links auf CSV-Import. Du kannst hier drei verschiedene CSV-Dateien von BitJet importieren. Zum einen den sogenannten Spot-Record, die Leverage-History und den Futures-Record. Im Spot-Record sind ganz normale Standard-Trades, Ein- und Auszahlung enthalten, Leverage, wenn du Leverage-Trading durchführst und Futures, wenn du Future-Trading durchgeführt hast. Ich habe auf BitJet sowohl Spot-Transaktionen als auch Futures-Transaktionen durchgeführt. Klicke also hier bei Spot-Record als erstes hier auf den Financial-Record-Link und bin damit auf BitJet hier in der Transaktionshistorie der Spot-Datensätze. Zum Export klicke ich oben rechts auf Exportieren. Hier kannst du dann den Zeitraum definieren, der exportiert werden soll. Du klickst hier auf Datum und kannst hier auswählen letzte 24 Stunden, letzte 7 Tage und so weiter. Ich wähle hier aus letzte 90 Tage. Und ganz wichtig, bei Typ des Dokuments musst du CSV auswählen. Um die Dateien nun zu generieren, klickst hier unten auf den Button. Ich hatte die schon getan und klicke hier jetzt auf Herunterladen, um die CSV-Datei auf meinem Rechner herunterzuladen. Als nächstes lade ich die Future-Datensätze herunter. Klicke also hier auf den Link zu dem Future Financial Record, bin damit hier in der Transaktionshistorie der Futures-Datensätze und klicke auch hier oben rechts auf Exportieren. Dies ist immer gleich. Auch hier wähle ich den gewünschten Zeitraum aus, also mein Beispiel letzte 90 Tage, und wähle bei Typ des Dokuments aus CSV und generiere den Report. Wenn dieser fertig ist, lade ich auch diesen auf meinen Rechner runter, indem ich auf Herunterladen klicke. Diese beiden Dateien importiere ich nun in Cointracking. Dazu klicke ich hier auf Durchsuchen und lade als erstes die Datei mit den Spot-Datensätzen hoch. Klicke hier auf Weiter zum Import, erhalte dann hier eine Übersicht, in meinem Fall ist im Datensatz eine Einzahlung und eine Auszahlung enthalten, und klicke auf Import starten. Damit wurden die Transaktionen in Cointracking importiert. Ich klicke nun auf Weitere Datei hochladen, um die Futures-Datensätze hochzuladen. Auch hier wähle ich die zuvor aus BitJet herunterladene Datei von meinem Rechner aus und klicke auf Weiter zum Import. Du siehst ja dann auch eine entsprechende Vorschau der Datensätze. Und zum Import klicken wir wieder auf Import starten. Damit wurden auch diese Transaktionen in Cointracking importiert. Diese findest du auf der Seite Coins eintragen, manueller Eintrag, wieder und könntest diese bei Bedarf hier auch noch anpassen oder einen Kommentar hinzufügen. Ich checke hier nur einmal, ob die Bilanz der importierten Transaktionen von BitJet wirklich mit der aus der Live-Umgebung BitJet übereinstimmt. Dazu klicke ich hier auf Reporting, Bilanz pro Börse. Und in Cointracking sehe ich jetzt hier die BitJet Futures Bilanz mit 265 USDD und die Spot-Bilanz mit 0 USDD. Die stimmt 1 zu 1 mit meinem Bilanz auf BitJet überein. Hat also wunderbar funktioniert. Um nun einen Steuerreport zu erstellen, mit dessen Hilfe du oder dein Steuerberater die Steuererklärung abgeben kannst, klicke ich hier oben auf Steuerreport, Steuerreport. Wähle hier das gewünschte Jahr aus, kann hier optional noch ein paar Einstellungen vornehmen und klicke auf Neuen Steuerreport generieren. Den so generierten Steuerreport findest du dann hier in der Liste wieder und kannst diesen herunterladen. Beachte bitte dabei, ich bin kein Steuerberater. Wende dich für eine Fachberatung immer an einen Steuerberater deiner Wahl. Hast du Fragen dazu? Schreibe diese gerne unten in die Videokommentare. Cointracking ist dabei bis 200 Transaktionen komplett kostenlos. Probiere es jetzt einfach einmal aus. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du ein kostenpflichtiges Abo-Modell abschließen möchtest, bekommst du mit dem Link 10% Rabatt.
Mehr Videotutorials findest du auf meinem YouTube-Kanal, den du gerne kostenlos abonnieren kannst. Damit verpasst du kein neues Video mehr. Bis zum nächsten Mal!